Heute sind wir auf der Suche nach einer sinnvollen Anwendung für die Drehachse. Ich habe hier mal angefangen, einen Propeller zu zeichnen. Das beginnt alles in 2D. So, wenn wir die Grunddaten haben, also die 2D-Daten haben, wechseln wir ins 3D. Das mache ich jetzt einfach mal durch Markieren. Von allem sage ich transformieren, verschieben mit Kopie. Dann die Taste Steuerung und die Taste Tab auf dem Keyboard. Und dann sind wir hier im 3D-Fenster. Linke Maustaste, das kann ich das frei verschieben. Rechte Maustaste zum Beenden. Machen wir das da jetzt doppelt drin. Jetzt nicht mehr. Gut. So, und jetzt tun wir das Ganze noch auf 0 setzen, damit ich einen ordentlichen Bezugspunkt habe. Weil der Propeller soll ja auch rund werden. Das heißt, ich nehme hier meinen Grundkörper oder meine Grundfläche, sage verschieben. Und mit dem Nullpunkt in meinem Mittelpunkt und sage hier im Statusfenster da oben 0, 0 und schon ist es verschoben auf 0. Und jetzt haben wir einen eleganten Drehpunkt, der auch zentrisch liegt. So, unsere Blätter sollen eine Stärke haben von 3 mm. Das heißt jetzt, ich verwende hier die Funktion hoch. Ich habe es wieder kaputt gemacht. Also nochmal verschieben. 0, 0. Mit dem roten Pfeil das Ganze deaktivieren, damit man es nicht mehr verschiebt. So, jetzt können wir es wieder markieren. Sagen in dem Menü Festkörper, Schiebekörper Z. Klicke in den Körper und jetzt kann ich hier die Höhe im Statusfenster wieder einstellen. 3. So, ich habe jetzt gerade was gesehen. Wir testen das jetzt mal. Ich sage mal zurück. Schiebekörper. Höhe 3. Jetzt trage ich hier mal ein. Ich weiß 70 Grad. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. 70 Grad. Okay, das wird recht lustig. Das ist nicht so richtig. Ja. Löschen und Return. Was haben wir hier? Neigung 2, 30 Grad. Macht er nicht. Okay, so wird es nicht. Wandstärke. Aber die Funktion ist trotzdem lustig. Ich kann hier Festkörper, Neigung, ich sage nochmal 70 Grad, und dann macht er hier so lustige Sachen draus. Mal gucken, was passiert. Okay, das kann er so nicht. Egal, war ein kleiner Test. Wir machen das so, wie ich es gewohnt bin. So, Schiebekörper, Höhe 3. So, fertig ist das Bild. Jetzt wollen wir dieses Blatt drehen, in bestimmten Winkel.
Auf meiner Welle habe ich Newton im Winkel von 70 Grad. Jetzt tun wir mal das hier markieren. Schalten um auf XZ-Achse. XZ. Und jetzt kann ich wahrscheinlich sagen, drehen. Ich drehe sie über den Nullpunkt. 0, 0, das müssten dann 20 Grad sein, 20 Grad. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. 20 Grad ist zu wenig. Also zurück. Machen wir das nochmal. Drehen. Ich fange im Mittelpunkt. Ich bin hier in der falschen Achse. So. Ich fange hier wieder im Mittelpunkt, drehen, 0, 0, minus 20 Grad, könnte gut sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich mache das so selten. Das sieht ganz gut aus. Ja. So, jetzt kann ich diesen Propeller, zumindest die Blätter, wir markieren es wieder oder aktivieren die Standard XY-Achse. So, und jetzt sage ich, drehe mit Kopie, fange wieder mal am Mittelpunkt. Habe ich. Und sage hier, hoch, falscher Knopf. Also nochmal, drehe mit Kopie, Mittelpunkt. Jetzt geht es hier einfach über die. Der fängt jetzt auf dem Kreis in seinen einzelnen Positionen. Jetzt fangen wir mal da an. Wieder 90 Grad weiter. Und da haben wir nochmal 90 Grad. So, rechte Maustaste, fertig. Hohler Pfeil. Jetzt tun wir das mal drehen. Das Spielzeug. Ja, die Flügel würde ich ganz normal 2D fräsen aus einem Flachmaterial, Messing oder was auch immer. Und dann mit der Welle, die dann Nuten bekommt. Man kennt das hier. Das hier ist eigentlich die ganze Datei oder die ganze Zeichnung für die Narbe. Mehr ist das nicht. Das wird dann später auf der Drehachse abgewickelt und er fräst hier drin, fräst er die Nuten. So, soll es mal wieder gewesen sein. Ich mache
mache das dann wieder live.